Einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich euch heute, meine lieben Filmfreunde, Abonnenten und Zuschauer. Und heute machen wir uns es mal richtig schön gemütlich zu Hause hier in besinnlicher Runde, wie man sehen kann. Mich hat ein Mystery-Paket erreicht, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und von dem ich auch überhaupt nichts gewusst habe. Es ist schon sehr überraschend. Absender ist die Debbie und der Manni. Herzlichen Dank an dieser Stelle und Grüße gehen raus. Und ich bin wirklich baff gewesen, als ich hier diesen Pampers-Karton in meiner Hand halten durfte, nachdem ihn mir der Hermes-Paketbote übergeben hat. Und ja, ich bin jetzt echt gespannt und würde sagen, wir machen das Ganze auf und wir nutzen gleich die Gelegenheit hier für unseren ersten Adventskalender-Türchen, nämlich die Nummer 5 von unserem Edle Tropfen-Kalender. Und ich bin hier immer noch am Suchen und immer die Zahl, die ich suche, die finde ich am wenigsten hier unten. Haben wir die 5, dann pfeifen wir uns die Praliere rein, schauen wir, was ist es? Cognac, okay. Und dann kann ich, während ich das hier verkoste, dieses Paket schon mal aufmachen. Auf euch! Ja. Gut verpackt und geschützt ist es. Pack mal das Zeitungspapier hier weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Okay. Okay, heftig. Hier haben wir einen Brief dabei. Dann lesen wir uns den erstmal durch. Hi Manuel, wir finden deine Aktionen und Verlosungen immer total klasse und möchten dir hiermit eine Channel-Spende zum Verlosen zukommen lassen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielleicht sind in der Community ja auch Personen mit Kindern oder gar Enkeln dabei. Sind es definitiv. Wenn dir etwas fehlen sollte, darfst du es natürlich auch gerne herausnehmen für dich. Wir wünschen dir und deiner Familie und der ganzen Community eine schöne Vorweihnachtszeit und alles Gute. Bleibt gesund, mit ganz lieben Grüßen, Manni und Debbie. Herzlichen Dank, liebe Manni und Debbie. Also, es ist schon echt erstaunlich dieser Tage, dass es immer wieder noch Leute gibt, die von sich aus gerne was spenden für andere Leute, ja. Filme, die ein neues Zuhause suchen, könnte man so sagen. Aber es geht ja allein um die Geste, ja. Von sich aus einfach anderen Leuten der Community etwas zu schenken, ist nicht selbstverständlich, ja. Auch wenn ich da das eine oder andere Paket in der Vergangenheit gehabt habe, vom Movie Riese, vom Wishmaster, vom Albauschi, vom Dead Snow Vector, vom Chris und alles. Also Hut ab, Leute, schön, dass solche Leute in dieser Community sind und das Ganze weitergeben. Von sich aus. Wahnsinn, es haben sich schon 2, 3 andere noch gemeldet, die auch noch was spenden wollten. Da habe ich gesagt, gerne schiebt man das doch aber in den Januar rein. Und wir werden es jetzt aber so machen. Wir gucken uns an, was hier drin ist und dann nehmen wir direkt was raus. Heute ist der 2. Advent, was für euch dann da ist, eben für Leute mit Familie, Enkelkinder. Ich habe da auch noch ein paar tolle Sachen, die dann auch im Januar auf euch warten. Also es wird weitergehen und ich finde es großartig, dass man einfach bereit ist, hier was zu spenden. Ja, von sich aus, auch die Versandkosten sind ja nicht gerade günstig und so für so ein Riesenpaket und es auf sich nimmt, nur um anderen Leuten eine Freude zu machen. Also Hut ab, Debbie und Manni, Hut ab, auch an alle anderen. Ja, also gut, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an und Twilight haben wir da mit New Moon. Ich halte es jetzt einfach mal so in die Kamera rein, wie gehabt. Soll ja heute ganz locker flockig sein. Skyline haben wir noch. Also da werde ich euch definitiv ein paar Pakete machen. Twilight nochmal. Was ist das? Bis zum Morgengrauen in dieser Edition hier.
Also die Twilight-Fans kommen auf meinen Kanal definitiv auch auf ihre Kosten, aber gibt's ja auch. Also nur weil uns das jetzt nicht unbedingt taugt, gibt's trotzdem viele Fans davon und die freuen sich garantiert darüber. Finde ich schön, auch für eben Freunde von Twilight und sowas anbieten zu können. Dann haben wir Walt Disney Dinosaurier, das ist ja mal nice. Ja, dann haben wir Walt Disney Bärenbrüder. Ich glaube sogar, dass wir jetzt Bärenbrüder zweimal drin haben. Das ist gut, dann gibt es die Chance noch für jemand anderen, das Ganze zu gewinnen. Wow, Alter. Oh ja, da ist ja alles. Wow, okay. Dann haben wir Planes. Ja. Planes haben wir sogar zweimal. Nein, dreimal sogar. Wow, cool. Also hier dreimal. Ich mache vielleicht hier so einen Stapel mit Bärenbrüder und Planes, damit es nicht auf den Stapel doppelt ist. Da können wir ja gleich trennen. Jetzt machen wir hier weiter mit Ziemlich beste Freunde. Sehr schön. Toller Film. Hier. Gleich weiter, weiter, weiter. Pirates of the Caribbean, am Ende der Welt. DVD-Ausgabe mit Schuber mit einer voll geilen Prägung. Da komme ich mal einen Tick weiter nach vorne. Vielleicht kriegt man die Prägung hier so drauf. Jetzt guckt euch das mal an. Geil. Ja, besser als die Steelbooks, die bei uns erschienen sind. So, und am Ende der Welt haben wir hier noch, ebenfalls mit so einem geprägten Schuber. Sehr schön. Oh, Interview mit einem Vampir. Tom Cruise, Brad Pitt, glaube Antonio Banderas spielt doch auch mit, ja, Christian Slater, absolutes Star-Aufgebot hier. Muss man den ein bisschen rüberschieben, damit die nicht hier drankommen. So, kriegt man schon. Dann haben wir, was haben wir denn hier Schönes? 2012, Roland Emmerich. War doch Roland Emmerich, nicht, dass ich wieder Scheiß erzähle. Doch. Ja, geil. Oh, etwas für die Grünen unter euch. Grasgeflüster. Dann, oh, haben wir nochmal ziemlich beste Freunde. Hier. Den legen wir dann definitiv auf den Stapel mit den zweimal. Das passt. Kriegen wir schon hin. Salt mit Angelina Jolie. Sehr schön. Oh, cool. Der Soldat James Ryan. Toller Film. So. Dann haben wir hier Benjamin Button. Ja, geil. Auch ein richtig klasse Film. Bei solchen Filmen reichen ja auch voll die DVDs aus. Also da brauchst du keine Blu-ray oder 4K, meiner Meinung nach. Aber gut, Konstantin haben wir hier noch. Auch ein sehr geiler Streifen mit Keanu Reeves. Dann haben wir Casino Royale. Sehr schön. Mag ich am meisten von den Daniel Craig Bond-Filmen. Allein schon wegen Eva Green. Full Metal Jacket haben wir dann hier. Dann, was haben wir noch? AI, künstliche Intelligenz. So. Dann haben wir G.I. Joe. So. Dann haben wir auch noch Riddick hier. Wahnsinn. Also echt geile Filme dabei. So, machen wir weg hier. Dann haben wir Der schmale Grat. Aha, Kriegsfilme hier. Und gleich da drüben hin. So, und dann kommen wir zu den Kinderfilmen. Dann haben wir hier Die Unglaublichen. So, das ist gut. Dann haben wir Tinkerbell. Außerdem haben wir noch Cars, Shrek 2, Shrek 2 haben wir zweimal, also das kommt auch auf dieses Paket, das ist cool. Oh, da haben wir sogar noch Cars 1, sehr schön.
Dann haben wir hier Kung Fu Panda. Hey, das sind richtig klasse Filme. Also ich glaube, da machen wir jetzt dann hier ein schönes Kinderfilmpaket zusammen. Was soll der Quatsch? Welcome to the Jungle. Richtig nice. Pitch Black haben wir auch noch. Nach Riddick haben wir auch noch Pitch Black. Also das passt. Meine Güte. Da können wir echt was machen. Unleashed, Unfesselt haben wir hier noch. Sehr geiler Film. Da war ich damals sogar im Kino, meine ich. The In-Betweeners haben wir hier zwei. Der ist so krank, der Film. Cool. Fast and the Furious haben wir hier noch. So, dann haben wir das große Krabbeln mehrfach. Wie wir sehen können, Deluxe Edition mit zwei Discs. Er weiß gar nicht, ob der jetzt immer scharf geschaltet hat hier oder immer auf mich geblieben ist. Aber ich hab's ja eigentlich immer gesagt. Na komm. Naja, wird schon passen. Also das Ganze haben wir zweimal. Dann eins auf der Dreifachstapel und dann hier auf den Stapel. Das kriegen wir schon hin. Flutsch und weg. Geil. Toy Story 3. Haben wir hier. Sehr schön. Also, Planet 51 haben wir hier. Jagdfieber haben wir noch. Und dann haben wir Hotel Transylvanien auch noch hier. Und das Ganze haben wir dann zweimal. So, meine lieben Filmfreunde, ich habe jetzt hier ein Kinderpaket, Familienpaket fertig gemacht, gespendet jetzt eben von unserer guten Debbie und dem guten Manni. Grüße gehen raus und herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir haben zum einen eben Cars 1, dann haben wir Cars 2, dann haben wir Toy Story 3. Dann haben wir Flutsch und weg. Außerdem haben wir das große Krabbeln mit am Start. Und das große Kribbeln. Planet 51, Planet 51 oder so. Jagdfieber. Ich habe die alle schon zu Hause. Also mit der Family und alles ist ja logisch. Aber deswegen können wir die ja auch gerne hergeben. Und wenn sich die Kleinen freuen, ist das doch richtig nice. Vor allem bestimmt auch über Tinkerbell hier. Das ist doch schön. Die Unglaublichen gehen sowieso immer. Dann haben wir Planes. Dann haben wir noch die Bärenbrüder. Jo, dann haben wir die Dinosaurier hier. So. Kung Fu Panda, auch sehr nice. Und Hotel Transylvanien mag ich sehr. Ich glaube, da kommt jetzt sogar ein vierter Teil oder so raus. Geht immer, macht immer Spaß. So, hier haben wir das. Was müsst ihr dafür tun? Wie immer, Hashtag, und heute haben wir Advent 05, Hashtag Advent 05 in die Kommentare rein. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer bekommt die Filme vom Adventskalender Türchen Nummer 3. Ich lasse immer einen Tag dazwischen Zeit und Puffer, so ist es eigentlich ganz angenehm, denke ich mal. Das passt, da habt ihr jetzt auch hier wieder Zeit und was haben wir heute, 5? Am 7. wird dann bekannt gegeben, wer dieses Kinderpaket bekommt und dann kommt es auch noch vor Weihnachten an. Das ist doch das Wichtigste. Also gut, und wie gesagt, Hashtag Advent 05 und wir gucken jetzt, wer die Filme vom Adventskalender Türchen Nummer 3 bekommt. Dann sind wir hier bei unserem Adventskalender Türchen Nummer 3, Advent 03 haben wir hier unten stehen und passend dazu gab es drei Filme mit Frauenpower sozusagen, Wanted, Nikita und Das Netz mit Sandra Bullock. Da musste man Hashtag Advent 03 reinschreiben und wir holen uns jetzt gleich mal hier den Link. Hoppala, da müssen wir daher. So, da haben wir den Link. Text haben wir. Hashtag. Na, geh rein, jetzt. Hashtag Advent 03. Dann schauen wir mal. 65 haben wir hier mit am Start und ich drücke die Daumen. Los geht's.
Spannung steigt and the winner is das Filmkrokodil. Herzlichen Glückwunsch, Advent 03. Es macht immer wieder Spaß, dich bei deinen Shoppingtouren zu begleiten. Gerne mehr davon. Yo, einige haben abgedreht, andere werde noch folgen, die ich auch schon abgedreht habe, aber auch noch nicht irgendwie bearbeitet habe. Aber ich habe da im Vorfeld natürlich was gedreht, weil ja bei uns ab Mittwoch wieder alles zu ist. Aber okay, in diesem Sinne, bitte melde dich per E-Mail und dann geht dein Gewinn hier bald auf Reisen. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal von dieser Stelle aus und bitte melde dich per E-Mail bei mir, dann wird werden dich deine Filme hier zeitnah erreichen und wir trinken jetzt hier noch einen, wenn wir das Kalendertürchen Nummer 5 aufgemacht haben, auf das Wohl von Debbie und Manni. Herzlichen Dank und natürlich auf euer Wohl. Ich habe hier fränkische Pflaume. In diesem Sinne, meine Freunde, noch einen schönen zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Auf bald und Servus. Ah, bald.